Kooperationen zu ermöglichen, ist das große Ziel hier beim ERAD in Seckerberg, der von der GIMA und von uns als Artis Thüringen organisiert wird. Und mit diesen Kooperationen sind Innovationen und Technologietransfer möglich, was für den Standort Steiermark ein essentieller Vorteil ist. Für eine nachhaltige digitale Transformation ist es notwendig, dass wir gute, innovative Technologie haben und darüber hinaus ein Ökosystem. Heute in meinem Vortrag durfte ich über Ökosystem sprechen und wie wichtig es ist, dass die Stakeholder zusammenhalten, damit die nachhaltige Transformation noch besser funktioniert. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute das zweite Mal unseren ERAD, unsere European Robotics and Automation Talks in Seckerberg veranstalten dürfen. Ich darf die Session C leiten mit dem Titel Industrial Automation und ich freue mich sehr, dass man große Unternehmen zu Gast haben, als auch Startups zu Gast haben. Ich denke, dass diese Kombination sehr wichtig ist. Sowohl Unternehmen aus Österreich als auch im konkreten Fall aus Rumänien. Und wir sind sehr gespannt, was Sie uns über Ihren Blickwinkel der industriellen Applikationen und der Automatisierungstechnik heute zum Besten geben werden. Automatisierung und Robotik sind die wesentlichen Technologien, um unsere Gesellschaft in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Und solche Veranstaltungen wie der ERAD sind natürlich ganz besonders geeignet, um hier die notwendigen Kontakte zu knüpfen und Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen, um hier erfolgreich zu sein. Ja, Daten sind das neue Öl, sagt man. Das gilt natürlich auch im Bereich der Automatisierung und der Robotik. Da fallen sehr viele Daten an, wertvolle Daten. Und es geht hier sehr stark auch um die Frage, wer hat die Rechte an den Daten, wie schaut es mit den Verwertungsrechten aus? Das ist alles Teil auch des Geschäftsmodells und ein wichtiger Punkt bei der heurigen ERAD 2023. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich da heute dabei sein durfte im Schloss Seckau mit meinem Vortrag über ESG. Es ist mir ein persönliches Anliegen und ich bin der Meinung, dass Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und Robotik natürlich sehr, sehr viel beitragen kann in Zukunft, diese Welt grüner zu machen. We are Robotwin. And we are a startup that is bringing easy robot teaching to the market. We allow SMEs to teach the robot just by demonstration. So they give the device to their worker, to their painter. The painter performs the motion as he does it normally. And we can generate a robot program within a minute. This way, you can make a robot programmer out of your painter. In meinem Vortrag stand das Thema Antriebstechnik im Vordergrund, modernste Antriebssysteme und insbesondere das Startup Kraken Innovations GmbH wurden vorgestellt. Robotik und Antriebe, das gehört ganz, ganz fix zusammen und Roboter brauchen wir nicht nur zum Assemblieren und zum Zusammenbauen, auch zum Deassemblieren für die Kreislaufwirtschaft. Wir sind die Schüler der 4. Klasse der HTL Zeltweg und haben heute bei der ERAD-Messe unseren RoboCup-Roboter von der EM herzeigen dürfen und insgesamt hat uns die Messe sehr gut gefallen. Also ich organisiere hier die Parallelsession zur Outdoor-Robotik beim ERAD 2023, wo wir uns Anwendungsfälle bzw. Challenges anschauen, wenn man mit Robotern im Außenbereich unterwegs ist und dazu mal Vortrag aus der Industrie und aus der Forschung. Ja, ich finde den Event wirklich toll, Innovationen auszutauschen, Technologien auszutauschen, das Modernste zu sehen, mit der Community zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Das ist eine großartige Erfahrung für alle Teilnehmer am European Robotics and Automation Talks.